meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Tiddy's Geheimnis hier auf meinem wunderschönen Kanal. Heute zum, weiß ich nicht, wievielten Part. Ich habe erstmal kurz gestoppt, denn ich muss mich erstmal selber wieder hier in das Spiel reinfinden. Denn ich habe jetzt viel vom Livestream jetzt mitgemacht, habe aber jetzt hier extrem lange nicht mehr reingeguckt. Muss erstmal gucken, wie ist die Verkehrslage gewesen, wie war es und wo war. Und ich kann mich echt an nichts mehr hier erinnern. Das ist schon ziemlich verrückt. Aber ich glaube, wir machen das mal Play. Und gucken uns mal an, wie sieht denn eigentlich hier die ganze Verteilung aus? Was haben wir hier wo? Und bababa. So, was ich noch gelesen habe, oder mal gesehen habe, das habe ich im Livestream versucht zu machen. Man kann Plattenweg und Feldwege machen. Fußgänger kommen auch schnell da voran. Habe ich mir so überlegt, ja, machen wir mal hier so ein bisschen Fußgängerweg rein. Aber dieser Ort ist bereits belegt, deswegen reisen wir kurz hier ab. Okay, okay, okay. Schick, schick, schick. Jetzt haben wir hier mal was rein. Es ist einfach nur mein Test, Leute. Dann, was ich auch noch gemerkt habe, wir können... Warum machen wir so eine hässliche Industrie hier hin? Also jetzt mal wirklich. Das ist ja mehr als schrecklich, diese Industrie. Warum machen wir eigentlich keine... Ich sage jetzt mal Grünindustrie hier hin. Dieser Ort ist bereits belegt. Also hier geht das irgendwie nicht. Also bestimmt wegen bergab, aber okay. Gut. Ein bisschen komisch. Gut, lassen wir mal dabei. War ja ein Versuch wert, aber okay, wenn das Spiel nicht möchte, dann möchte es einfach nicht. Wir können ja auch mal... So, hier, einfach mal machen. Ich weiß, in Wirklichkeit würde niemand diesen Weg hier lang laufen. Ich glaube, das wäre viel zu verrückt. Wir könnten aber vielleicht hier... Geht das? Muss an der Straße platziert werden. Schade, sonst habe ich gedacht, ja, wir können uns mal ein Park hin machen, aber anscheinend geht das nicht. Man kann echt nichts dran setzen, das ist ja... Also außer, dass die Fußgänger jetzt so schnell durchkommen, ist es irgendwie relativ sinnlos. So, wir könnten aber hier ein bisschen... eine Tür reinmauen. Ach, guck mal, hier laufen noch ein paar Leute hinlang. Ah, da läuft es doch. So. Machen wir einen Schattenweg hin und dann passt das schon. So, haben wir hier sonst noch irgendwie ein paar Steine? Naja, Steine. Okay. Also Steine brauchen wir ja nicht. Bänke kommen wir leider nicht mal. Das wäre ziemlich geil, wenn wir hier noch ein paar Bänke hinsetzen könnten. Aber können wir hier leider nicht. So, das hier wollte ich mir mal angucken. Also wir haben sehr wenig Fruchtbares. Hier unten fehlt erstmal Wasser. So. Wir haben recht wenig fruchtbares Land, jedenfalls in dem Moment jetzt. Wir könnten hier oben noch ein bisschen mal ein bisschen probieren. Man könnte ja auch teilen in saubere und dreckige Industrie. Ich glaube, wir probieren es einfach mal, oder? Also Erz und sowas haben wir überhaupt nicht. Wir haben hier ein bisschen Wald, haben wir. Wobei ich dem, okay, das bisschen hier, was hier vielleicht ist, sonst haben wir ja keinen Wald. Das einzige ist ja wirklich diese 1,5 Hektar fruchtbares Land.
Was aber größtenteils hier oben ist. Gut, wir können uns noch ein Grundstück kaufen. Möchte ich jetzt aber nicht. Wir müssen auch ein bisschen in die Zukunft denken. Genau deswegen müssen wir in die Zukunft denken. Ich weiß, ich werde es... Ich werde es falsch machen, ich weiß. Ich probe mir jetzt auch nicht anschreien deswegen, aber... Mehr als probieren kann man ja eh nicht. Und deswegen wollen wir es mal probieren. Hier oben haben wir ja schon die größten Straßen gebaut, genau. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit Kreuzungen? Hier haben wir eine Ampel. Da muss bitte das hier hin. Hier unten wird uns die Ampel vielleicht noch umbringen. Aber anderes bringt uns auch nicht, wenn wir nämlich Kreuzungsverkehr haben. Die kommen von da an da. Ja, Ampel aus. Ich liebe es so. So. Drüben der Kreuzungsverkehr. Ach, machen wir hier Stoppschild raus. Ist das jetzt eigentlich eine... Genau, das ist die größte Straße. Das ist die hier. Genau. Genau, hier zieht sich das so runter. Es ist eben so ein Hauptstraßending. Bumm. Ja. Eishockey in jede Richtung, das wäre richtig dämlich. Oh, wow, was ist denn? Das ist richtig. Also im Kreisverkehr, die haben Vorfahrt, das ist ja im echten Leben auch so. Wenn sich das natürlich ein bisschen staut, dann müssen wir uns mal ein bisschen Gedanken machen, was wir hier eigentlich machen. Ich denke doch schon, dass was klappt. Die Fußgänger laufen hier auch schon schön lang. Und da werden wir hier nach und nach eben die Industrie platt machen. Hier werden wir noch die Hauptstraße, die Art Hauptstraße nach, noch bauen. Drüben ist Feuer. So. Ich hätte eigentlich das Feuer gleich löschen können, aber... Oh, da oben. So. Feuer, au. Oh. So, Polizei sieht relativ sehr gut aus. Bildung. Hier müssen wir uns unbedingt dran hängen. Das ist nämlich das Problem, was ich im Livestream hatte. Dass die Bildung richtig nach hinten ging bei mir. Oder negativ war, sagen wir es mal so. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Okay, das war dämlich, aber... So ist es jetzt mal passiert. Ja gut, eben ein Grünstreifen dran ist jetzt aber auch egal. Wir müssen aber aufpassen, dass jetzt eben hier nicht so viele einfach nur rüber wollen. Da müssen wir dann später eben noch dran setzen, dass wir eben die Autobahn durchsetzen. Das hat nämlich die Bieter gemacht, der hat nämlich einfach die... Gut, das könnte man jetzt eigentlich auch schon machen und verschiedene Ausfahrten eben dran bauen. Da fehlt uns aber das Geld. Sonst probiere ich das. Also dann setze ich eben die Autobahn lang, mache den Kreisverkehr weg. Die Autobahn kommt noch dort weiter geradeaus. Verschiedene Abfahrten Richtung Industriegebiet 1 und 2. Wohngebiet. Und da müsste es eigentlich relativ gut klappen, hoffe ich mal. So, hier brauchen wir gleich noch ein bisschen mehr.
das mal ein bisschen schöner. Eigentlich soll es ja hier alles ein bisschen grüner werden. Gut, durch die Feuerwehr kann ich da gerade nichts verbessern. Und ich war dämlich gerade. Das ist nämlich die Hauptstraße. Deswegen werden wir ein paar Bäumchen mit hier ransetzen. Weil ich kann das ja nicht verkleinern. Das ist ja die Hauptstraße, die sich ja dann auch hier runterzieht. Ja, das ist das Problem, was ich gedacht habe. Und jetzt wollen bestimmt sehr, sehr viele Leute einfach nur mal von da nach da. Wo ging das gleich? Irgendwo konnte man es einsehen. So, und Routen. So. Oh. Städtische Dienstfahrzeuge sind ja auch unterwegs. So, wir gucken. Die Dienstfahrzeuge fahren hier durch geradeaus, von hier hin. Und dann verschwinden sie. Und die meisten, die wollen einfach nur durchfahren. Und das ist nämlich das größte Problem, was man in dieser Stadt, in diesem Stadtteil, Viertel, sonstiges irgendwie ein Problem hat. Deswegen ja, was mache ich denn deswegen? Deswegen reiße ich jetzt hier oben schon mal die Straße wieder ab. So. Alle Autos weg. Und wir brauchen natürlich hier auch die hier so nach oben. Wir müssen erstmal eine kleine Kurve noch reinlegen. So. So, und ich glaube, so müsste eigentlich einigermaßen passen. Dann kann man hier schon mal die erste Ausfahrt machen. So. Und nach unten. Und hier nach oben wieder. Dieser Ort ist bereits belegt. Und komm, komm, komm. Ja, es ist vielleicht nicht die schönste Auffahrt, aber es ist eine Auffahrt. Die bis jetzt nirgendwo hinführt. Ja. Und hier brauchen wir auch noch eine Strecke.
Mit Hilfe ist auch eine Autobahnauffahrt. Und eine Autobahnabfahrt. Oh. Ja, okay, noch ist die Autobahn hier noch nicht fertig. Aber ich würde mal sagen, wenn euch der Gastpart gefallen hat, gibt mir mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann gibt einen Daumen nach unten. Schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, was dann falsch war. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir wohl die Autobahn hundertprozentig fertig bekommen. Und wenn wir noch ein bisschen was bauen müssen. Hust, hust, hust. Ja, ciao, ciao.